Hiho und herzlich willkommen, meine lieben Strategiespiel- und Burgbaufreunde, zu einem neuen Let's Show oder Let's Test, je nachdem, wie man es nehmen möchte, von mir. Nämlich das heutige Spiel ist Becastled. Und wenn man sich das Hauptmenü schon ansieht, kann man sich einigermaßen drum denken, worum es geht. Nämlich es ist ein RTS Burgbau- und Verteidigungsspiel. Wobei man hier jetzt nur ein kleines Holz vorsieht. Es sollte viel mehr noch drin sein, also Steinmauern und Steintürme geben. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Let's Show oder Let's Test sagen soll, weil ich habe schon mal die Demo gespielt von diesem Spiel. Allerdings war da noch nicht sehr viele Features davon drin. Also Steinmauern zum Beispiel nicht. Oder was ich hier sehe, solche Holzplattformen nicht. Werden wir sehen. Oder auch nicht. Ja. Das Ganze ist ein Indie-Spiel von dem Studio Mana Potion Studios. Ist Anfang Februar erst rausgekommen. Ich habe aber allerdings noch ein bisschen gewartet, weil die Entwickler haben in der letzten Zeit einiges an Hotfix-Patches hinterhergeschoben. Weil es Probleme gab mit dem Spiel. Also dass Gegner gerade durch Mauer glitschen und so. Sollte halt hoffentlich behoben sein schon. Ja. Gucken wir mal zusammen rein einfach. Ist übrigens noch Early Access. Falls ich es nicht gerade schon erwähnt habe. Gut, New Game. Können wir uns hier Settings aussuchen. Das konnte ich in der Demo nicht. Erstmal Game Duration. Also wie viele Tage ein Match gehen soll. Ich sag mal fürs erste Mal 10 Tage. Oh, dann können wir uns den Map-Type aussuchen. Burg auf einem kleinen Hügel, Burg auf einem großen Hügel, Flachland, kleine Hügel, große Hügel, Fractal. Was ich mir auch immer darunter vorstellen kann, dass überall Kluften sind. Lassen wir mal on a small hill. Combat Difficulty auf 3 ist auch gut. Resource Amount lassen wir Standard. Ja. Neutrale lassen wir auch auf Standard. Also das sind zum Beispiel Wölfe und so. Tutorial könnten wir auch enablen. Dann wird es ein bisschen leichter. Und starten. Und ja, hier in dem Loading Screen hat man schon ein bisschen größere Vorstellung, was daraus werden könnte. So, und ja, ich habe das Spiel auf Englisch. Kann ich eigentlich mit WASD? Ja, ich kann mit WASD, sehr schön. Hab das Spiel auf Englisch, weil die deutsche Localization leider noch nicht so gut ist. Eure Majestät, sucht euch einen Ort für das neue Schloss aus. Wir beginnen damit, das Königreich wieder aufzubauen. Ihr könnt das Schloss drehen, indem ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet oder indem ihr C und V benutzt. Also ja, in dem Startgebiet hier muss ich mich jetzt entscheiden, wo ich genau mein Schloss platzieren möchte. Und ja, wir haben auch gleich ein Goldgebiet, nee, daneben. So, dass es nicht zu viele Bäume kostet. Platziere ich es mal hier. Da kommt mein erster Builder. Unser Volk heißt übrigens das Sonnenvolk oder Sonnengeborene. Ja, großartig. Das Castle, das Schloss wurde gebaut. Ihr könnt die Kamera mit WASD bewegen. Könnt auch mit Q und E rotieren, ja. Neue Solarwands. Also wir sind die Sonnengeborenen, mehr oder weniger. Erscheint am Schloss. Sie können ausgewählt werden, um Ressourcen zu sammeln oder zu bauen. Wir sollten eine Sägebühne bauen und 75 Wood sammeln. Ja, das machen wir dann auch. Wollt zwar nicht, das Ding nicht dahin haben. Ja, ich muss mich an die Steuerung erstmal wieder gewöhnen. Aber ja, lassen wir eben mal das Ding errichten. Jetzt müssen wir Arbeiter zuweisen, die darin arbeiten, also vor unserem Lagerfeuer.
Wer sich ein bisschen an Stronghold erinnert, fühlt, kann ich es nicht verübeln. Wir haben drei Leute im Augenblick. Wir brauchen mehr Sonnen, um das Königreich wieder aufzubauen. Wir können Häuser bauen für neue Ankömmlinge. Ja, ich glaube, das wurde auch neu gemacht, aber das erzähle ich dann nachher, wenn es soweit ist. So, jedes Haus gibt es erstmal zwei Sonnen, Leute. Wenn ich gerade auf der Suche nach Stein bin. Die Anzahl der sonnigen Leute wird größer. Das ist großartig. Aber jetzt müssen wir sicher gehen, dass sie Essen haben. Ja, wir sollten das nächste. Den nächsten Food-Sektor capturen. Ja. Der hier hat Holz. Der hier hat auch nur Holz. Ja, ist ein bisschen doof, aber der nächste Food-Sektor ist der hier unten. Und ob der daneben durchkommt, ist die andere Sache. Nein. Okay. Ich mach mal Restart. Lassen wir uns die Welt nochmal neu aufbauen. Mal gucken, ob es dieselbe Karte ist. Also jetzt gerade am Anfang können wir nochmal Restart machen. Außer jetzt hängt sich der Loading Screen auf. Nein. Okay. Schloss setzen. So. Also ja, es sieht ein bisschen anders aus. Und ich glaube, hier haben wir eine Wiese. Ist ja schon mal praktisch. Können wir alles wegklicken, können jetzt bitte richtig einen Holzfäller hier errichten. So. Also ja, das hier mit den Blumen ist eine Wiese, wo man Ackerbau betreiben kann. Betreiben können sollte. Wir haben hier auch Stein direkt in der Nähe. Oh, und Wildschweine haben wir auch zu jagen. So, dann ein Haus. Ah, diesmal ist das Ding da unten, gut zu wissen. So, jetzt müssen wir warten, bis zwei Sonnenpeople raufsploppen. Und ja, solange das Tutorial es noch nicht sagt, laufen auch die Timer hier nicht für Holz und Gold. Für Holz, Gold und Nahrung. Ja, getting bigger. Jetzt sollte der Timer, nein, auch noch nicht laufen. Also, wir haben hier Wheat und wir haben hier Boars. Dann machen wir erstmal das hier. Oder richten hier eine Hunting Hut. Damit die Wildschweine gejagt werden können.
Unser Food Production ist jetzt auf 80, also jeder Jäger bringt 40. Großartig. Das Sonnenvolk hat jetzt Heim und Essen. Bleib weiter, mach weiter gute Arbeit, mein Lord. Ja, und jetzt müssen wir warten. Da, jeder meiner Leute konsumiert 10 Essen pro Minute. Und da wir im Augenblick 80 pro Minute produzieren, also 30 mehr, wächst unser Essensvorrat. Wir sollten aber auch gleich das hier mal capturen. Weil unsere Holzfäller vor allem arbeiten nur in den Gebieten, wo auch Holz ist. Ja, das ergibt Sinn. Die Gebiete, die uns gehören, das wollte ich sagen. Also ja, hier haben wir doch mal Nahrung. Hier haben wir Holz und Stein, was auch sehr wichtig werden wird. Gold und Stein, was auch sehr wichtig werden wird. Und ja, ich glaube, wir müssen im Augenblick warten, dass der Timer ziemlich runtergelaufen ist. Also den Sonnentimer, den man hier oben sieht, Tag- und Nachtzeit. Special Resources, das kommt später auch noch. Mein Lord, na, die Nacht kommt. Das bedeutet, dass Mondmonster uns angreifen werden. Diese Krieger werden uns helfen, uns zu verteidigen. Ihr könnt herausfinden, wie viel Zeit noch bleibt, indem ihr über den Kreis oben fahrt. Ja, noch eine Minute. Monster werden von einem Platz mit einem Mondkristall angreifen. Sendet eure Krieger auf den Pfad zum Mondkristall. Also ja, das ist ein Mondkristall. Das ist jetzt neu. In der Demo war es so, dass die Grenze, von wo aus die Gegner kommen, blau beleuchtet war. Also diese Fackeln hier, die meine Grenze abstecken, waren blau. Jetzt sind es Mondkristalle, die genau anzeigen, wo die Gegner spawnen. In der Demo konnte man das nicht sehen. Noch 5 Sekunden, dann kommen die Gegner. Gut, da spawnen sie. Moon X-Men. Drei Stück. Das heißt, beide Krieger sind ihnen zahlenmäßig überlegen und auch ein bisschen in Stärke. So, und wenn keine Gegner mehr da sind, dann müsste genau schon wieder Tag werden. Exzellent, wir haben es durch die Nacht geschafft. Aber weiterer Schutz wird notwendig sein. Wir sollten mehr Krieger trainieren. Baut eine Archery Range und trainiert 5 Archer bis zur nächsten Nacht. Aber denkt dran, unsere Krieger konsumieren Sonnensteine. Wenn wir keine mehr haben, verlieren unsere Krieger Leben. Ihr könnt einen Turm in der Nähe des nächsten Angriffsbereichs errichten oder euer Schloss mit Wellen umrunden. Ja, jetzt haben wir Vollzugriff. Können wir mal gucken, wo kommt die nächste Welle? Hier. Das heißt, wir nehmen mal das Gebiet hier ein. Und auch mal das hier. So. Das können wir jetzt nutzen, um mal ein Haus zu bauen. Und unter Militär. Ah, Steintürme und Steinmauern.
Brauchen aber halt Stein. Brauchen wir eine Archery Range. So. Nahrung für zwei weitere sollten wir auf jeden Fall noch produzieren können. Aber wir brauchen auch Sunstone. Also sollten wir eine Farm errichten und auch eine Hütte daneben, dass wir Bevölkerung kriegen, die das betreibt. In der Zwischenzeit könnten wir theoretisch also ja, Truppen. Kosten. Und ein bisschen Gold. Ja, genau. Über das Ding sehen wir, was für Gebäude wir haben und wie gut sie besetzt sind. So, jetzt könnten wir oh ja, das ist auch cool. Jetzt sieht man wenigstens mit einem Pfeil. Hab bei der Demo nämlich auch nicht gesehen, wo der Eingang zum Turm ist. So, als nächstes sollten wir einen Sunstone Workshop bauen. Eigentlich. So, bringen wir euch mal da hoch. Ein bisschen Zeit haben wir doch. Eigentlich sollte ich hier erstmal dicht machen. Dann sollten sie eigentlich um den Turm herumlaufen. Und nicht hier durchlaufen. Oh, da wird der Baum da oben gefällt. So, baut mir das mal auf. Ja, und als nächstes muss ich da dringend gucken, dass ich Sunstone ranbringe. Das heißt, unter Ressourcen einen Sunstone-Workshop hier errichten. Und auch noch einen zweiten Holzfäller für hier drüben. Wir können auch auf halbe Viertelgeschwindigkeit schalten, das ist auch neu. Oh, wenn wir auf die Sonne klicken, dann werden wir gleich dahin gebeamt. Wir haben übrigens noch einen Vorteil, wenn sie wirklich hier rumkommen sollten, was ich eigentlich hoffe. Sie verstehen sich nämlich nicht sonderlich gut mit Wölfen.
Sehr gut gemacht. Wir sind durch die zweite Nacht gekommen. Aber jede Nacht werden mehr und mehr Bootkrieger angreifen. Wir sollten weiter neue Truppen trainieren. Ja, dazu brauchen wir erstmal Sandstones. Ja, Verschwindeanzeige. Das ist übrigens auch praktisch, wenn wir hier eine Windmühle errichten. Dann produziert unser Weizenfeld mehr. So, jetzt brauchen wir aber erstmal hier. Oh, interessant. Das hat den Boden etwas geebnet. Aber die sollten trotzdem an das Gold rankommen. Hauptsache, er ist aktiv. Wir können ihn nämlich eigentlich auch nur im Goldbezirk bauen. Und ja, das Capturen wird auch immer teurer. Reine Sägemühle hier errichten. Errichten wir sie hier. Auch wenn ich da hätte die Mühle hinstellen sollen. So, unsere Truppen nehmen jetzt schon Schaden, weil wir keinen Sandstone mehr haben. Hatten. Jetzt sollten sie aber sich langsam wieder heilen. Ja, tut sie auch. Oh, Truppen kriegen jetzt auch Level-Ups. Das ist praktisch. Ah, wo kommt der nächste Angriff? Auch wieder aus der Richtung. Sehr schön. Ich werde aber trotzdem hier hinten auch mal dazu machen. Aber erst einmal... errichten wir hier noch ein Haus. Beim Augenblick kriegen wir genug Food rein. Und ja, um Marktplätze sollten wir uns dann auch irgendwann mal kümmern. So, Military. Oh, der kostet ein bisschen was. Da wir jetzt gerade noch genug Nahrung einnehmen, ist es erstmal wichtiger, dass wir